So, willkommen zum zweiten Let's Play von Final Fantasy VII Remake. Da laufen auch schon unsere Kumpels. Ja, MP-Heilung und ein Heiltrank. Da ist der Aufzug. Da hat jemand was von Amazon bestellt. Ja. Und aufwärts. Für das kleine bisschen braucht ihr einen Aufzug. Der kann auch springen eigentlich. Irgendein Geräusch ist hier. Ah, hier ist auch noch was drin. Heiltrank, Heiltrank und ein Pierheiler. Oh, die Tränke werden auf jeden Fall benötigt. Bis jetzt kann man mich noch nicht wirklich trainieren. Ja, klar. Ah, mit dem Laser hat die das zerlegt. Oh, Besuch. Für dich. Na klar. Und eine Katze dazwischen mal wieder. Keine Zurückhalte. Zack, zack, zack. Boah, Schock. Boah. 10 Gold erhalten. Wenn es weiter so geht, braucht der Cloud nicht bezahlen. Der sammelt sein Geld schon alleine. Ah, hier sind noch ein paar Kisten. So. Wieder 2 Heiltränke. Ziemlich viele Rohre. Und wieder ein paar Gegner. Oh, hier gibt es noch ein paar mehr. Ja, 8 Taler waren das diesmal. Aber knacken. 2 Heiltränke. Dafür, dass das Spiel 30 FPS hat, läuft es ziemlich flüssig. Immerhin stabile 30 FPS. Einmal den Schalter betätigen. Na. Klack. Ah, es wird aufgeteilt. Welchen Weg nehme ich denn jetzt? Er hält Wache hier. Sehen, ob man den ansprechen kann. Ich sichere unseren Fluchtweg ab. Du solltest ja, der Gruppe schnell hinterher. Ja klar, absichern. Du hast nur keine Lust, da hinten den Endgegner mit Platz zu machen. Makroreaktor Innenräume. Die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Makro sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Makro-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Ja, dann hacke erstmal. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Was zum... Die Tür! Ja.
ich auch gerade sagen. Ja, klar. Geil. Round one. Fight. Eine Spezialattacke. Allround-Haltung, Schwertwirbel. Batsch. Boah. Oh, geil. Zack, zack, zack. Schredderstrahl. Und weiter geht's. Woher nimmt er nur diesen Charme? Na klar. Die Lady. Jetzt reiß dich mal zusammen. Oh, na klar. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Kinderspiel. Dann haut mal rein. Schnell, Jesse wartet. MP-Heilung. Erstmal eine Truhe knacken da. Ein Phönix halten. Zum Wiederbeleben. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Eine Rückblende. Hey, Cloud! Ich rede mit dir! Da sieht man die, wo so ein Kind war. Tifa und ich? Ui. Da sollten wir aufpassen, wo er mit seinen Kanonenarm hinhält. Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Marco aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause. Mann. Du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Oh. Der ist einfach nur cool, der Typ, ey. Betriebsdurchgang. Ab jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Oh. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Geil. Dann mach dich mal nützlich. Oh.
Barrett Wallace. Ausweichen, blocken, Kurzbefehl. Ach, Jack. Vor der Meeresschüsse ab. Weg da. Dein Schwert im Brandkorb übernehme ich. Boah, geil. Der hat auch viele Munition. Mit Dreieck einen mächtigen Feuerstoß. Boah, boah. Mit rechts hoch und kannst du da rechts in Lust und Laune bzw. Kampfsituation zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Los, gib alles. Aber ich will nichts mehr an jetzt. Man kann die doch Schaden anrichten. Jetzt ein Freudentanz. Geil. Die freuen sich hier und Claude langweilt sich einfach nur. Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu Spaß. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf dem Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Oh, na klar. Außerhalb von Kämpfen kannst du sprinten. Halte R1 oder R2 gedrückt oder drücke einmalig L3. Na, die Pause ist aber ganz schön lang von den Lasern. So, gleich mal wieder ein paar Getränke. Noch keinen einzigen verwendet, aber die schmeißen hinterher. Ui, der ist diesmal schnell programmiert. Aber hat schon ein paar KP verloren. Wie viel KP der überhaupt jetzt hat. Also ich mache gleich mal einen Heiltrank. Ach, obwohl es noch eigentlich gut aussieht, aber wir haben so viele, da kann man ja einfach mal verschwenden. Ja. So, sind alles leere Kartons. Und die sollen noch verschickt werden? Naja. Oh, wieder zwei Heiltränke. Ui. Sind Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Der Vieh sieht aus wie ein TX 3000. Aber vorher hole ich mir die Truhe dann noch. Warten, Eta. Oh, da sind gleich mehrere davon. Zack. Wir müssen ihr Ziel vorgehen. Bahn! Oje, oje, der macht Schaden. Durch bestimmte Angriffe oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner zum Straucheln bringen. Achso, damit die im Schock gehen.
Dauer Schock. Es kriegt so ein bisschen mehr Schaden. Zack, 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 nimm das. Und das, 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 das. Und zack. Und jetzt kriegt er normalen Schaden wieder. Oh, mein Einsatz. Und tschüss. Oh, der Auslöscher wurde ausgelöscht. Rang. Soldat ersten Rangs, nicht Jahrgangs. Oh. Imponierst du hier keinen? Ich wollte wissen, wie alt du bist. Oh, erster Rang, ey. Du bist befehlend gefolgt, was? Schon gut, kapiert, bist ein Erstling. Ich bin unwürdig. Oh, ist denn unwürdig geil. Der ist voll neidisch geworden, ey. Ah, oh, das Ding. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Hier geht's runter. Wir sind jetzt ganz nah dran. Ich kann das Mako förmlich riechen. Ja, wieder ein Heiltrank. Mal gucken, wie die aussehen, die KP. Oh, sehen da noch gut aus. Ich glaube, ich kriege eine Gänsehaut. Vor Angst, oder was? Vor Freude! Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt! Vor Angst, ey. Ab hier ist es nicht mehr weit. Ich halte hier die Stellung. Wir sehen uns später. Eine Mogri-Medaille. Für irgendwas ist sie bestimmt gut. Falsche Richtung. Kletter die Wand herunter. Rechts da ist ein kleiner. Ah, ne, ist eine. Ist so die Lampe da. Der Sieg ist uns sicher. Oh, der knallt alles mit seiner Kanone weg, ey. Batsch. Das ist fies Abfall. Junge, Junge, ganz schön tief. Und oh, nochmal ein paar so Dinger. Dir auch nichts, wenn du oh, hier vorne geht es dann erstmal wieder runter. Reaktorkern. Gleich geht's los. Ui. Ich kann's kaum erwarten. Hier ist bestimmt ein großer Endgegner jetzt, oder? Also der erste richtige Endgegner. So wie es aussieht. Nee, doch nicht. Oh, heftig die Flüssigkeit, die sie abpumpen. Das Zeug wird für Sprit, Strom, alles verwendet. Kontrollpunkt schon mal.
Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Oi. Oi. Das scheint Sephiroth oder so zu sein. Was ist? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Ich weiß nicht, ob man bei 20 Minuten eine Trophäe bekommt. Bin mir nicht sicher. Aber guck mal, 20 Minuten dürfen ausreichen. Ganz schön ambitioniert. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf. Ach, nö. Ein Scorpio Taurus. Starke Panzer, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmagie. Oh je. Hey, hey, bist du lebensmüde? Na gut. Ich bin bereit. Autsch. Feuer. Ui, Zaubermatt, na. Ah, der ist bald im Schwach wieder. Ja, das war ein bisschen, ja, im Schwach gesagt. Klack, 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 klack. Jetzt gibt's den Ärger. Und die Uhr läuft immer noch von dem Ding ab. Boah. Boah. Was ist denn das schon wieder? Der setzt Raketentanzer, na klar. Boah. Dann übernimm. Jetzt lass es mal richtig dran. Pass nur auf, dass du nicht zu nahe kommst. Moment. Bring mir die Köpfe zum Rauch. Das wird kein Stück. Einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können, um ihr Ziel bewegungsunfähig zu machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Mitglied der Gruppe wechseln. Ey, das hat sich ja. Schon heftig der Gegner hier. Klack, 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 klack. Bom. Shark. Da muss natürlich voll ausgenutzt werden. Dann von vorn.
Nein, ich wollte nicht wechseln. Boom. Oh oh. Raketentanz. Dann los, greif an. Ja, weil die KP jetzt runter sind. Autsch, autsch. Boy. Na, wie... Alter. Dann ich das nicht mehr bräuchte. Und... Oh, schon wieder nichts getroffen. Oh. Ja, weil man hier nur nicht trainieren konnte, deshalb... Schnell weg da. Dann nehme ich das gleich mal zum Heilen. Zack, zack, zack. Boah, Shark. Und jetzt ausnutzen, ausnutzen. Boah, der mit seinen Kanonen ab, ey. Boah, die 20 Minuten sind gleich rum, ey. Oh oh. Boah. Oh, jetzt rastet das Vieh aber richtig aus. Zack. Boah, der hat gesessen. Oh, die Stufe 8 schon erreicht. Oh, der versucht noch einen Hyperschlag zu feiern. Ah. Mist, ich komme nicht dran. Operation in 20 Minuten. Ah doch, die haben die Zeit also angehalten, das ist schon mal gut. Ha, geht doch. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Jo, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video dann erstmal war. Und wir sehen uns gleich wieder. Und tschüss, bis gleich.